Hallo meine lieben Fitnessfreunde, ein kleines Video aus aktuellem Anlass. Eigentlich wollte ich nicht mehr darüber berichten, über diese ganze Fitnessszene, weil mir das Ganze, diese Clowns langsam wirklich aus dem Hals raushängen, aber diese zwei toppen es. Und es ist immer das Gleiche, nämlich es geht nicht um Fitness, sondern es geht nur um die Kohle. Kohlengeile Leute, die meinen, mit irgendwelchen Supplementen, die keiner braucht, Kohle zu machen und das anhand von komischen Marketingmethoden. Oder? Und das ist das ganze Beef-Scheiß. Es ist reines Marketing. Sie ist ein Produkt zu pushen, es ist günstig, alle hören davon, alle kaufen es. Sowohl Uncle Bob als auch Matthias Clemens. Mit diesem ganzen Scheiß steigern sie ihre Popularität. Wir sind bei Rappern normalerweise, bin auch passiert. Mit Morddrohungen etc., mit komischen Fake-Kommentaren. Da holen sie ihr Potenzial raus. Auch Uncle Bob mit seinem Milky Way und Blackline. Jeder kennt jetzt das. Jeder, der das Scheiß-Video anschaut oder das gute Video oder wie auch immer man das recht. Schaut sich der Ecke, weiß jetzt davon, oder? Und schaut sich das an. Supermarketing. Gut. Thema Nummer 1. Dann zweitens die Kommunikation. Die Kommunikation ist unter aller Sau. Also Matthias Clemens sowieso. Der hat keine Ahnung von Kommunikation und benimmt sich wie ein Rapper, der meint, er müsse andere erschießen gehen. Oder? So ist jetzt halt die Kommunikation. Aggressiv, diktatorisch und niemand anders hat recht. Er redet von Fitness und Lifestyle und was für ein ehrlicher Mann er ist. Aber seine Gesundheit haut er voll in die Pfanne. Er sollte lieber mal anstatt diesen Beef-Scheiß machen, die Zeit benutzen und ins Fitnesstraining gehen. Habt ihr euch nie gefragt? Wieso, dass der stundenlang von dem PC sitzen kann, irgendwelche Kommentare machen kann und nicht trainieren geht. Das ist ganz Zack Pro, Zack Plus, Army-Scheiß. Ja, das hat sektierische Züge. Aber das ist ja bei Patrick Reiser genau das Gleiche. Und wir wissen es. Alle wissen es. Du brauchst als normaler Durchschnittspumper keine Supplements. Das sagt jeder Vernünftige. Sogar die normalen tickenden YouTuber sagen sogar, du brauchst keine Subs. Das fängt an bei Görki, der letztens ein Video rausgehauen hat, der gesagt hat, 80% vieles ist der Erfolg ist vom Kaloriendefizit, oder? Wenn du dich normal ernährst, brauchst du selbst bei gutem Training keine Subs. Du kannst 5 Mal trainieren pro Woche, du brauchst keine Subs. Friss einen Magerquark, frisst irgendwelche Haferflocken oder ernährt dich einfach normal, dann brauchst du es nicht, oder? Das sagt Görki, das sagt Coach Burak, das sagt Johannes Lukas, alle die das halten, die ein bisschen 5 Gehirnzellen haben, aber nein, andere müssen irgendwelche scheiß Supplements, die keiner braucht, auf den Markt bringen, irgendwelche Pre-Workout-Scheiße, wirklich nicht, den man nicht braucht, irgendwelche Booster, Kreatin, das man selber herstellt im Körper. Alles andere braucht man nicht, Jungs. Könnt ihr euch das Geld sparen. Geht lieber pumpen, steckt das Geld lieber in ein Fitnesscenter. Oder? Darum muss ich das einfach sagen, oder? Diese Bieferei geht mir echt auf den Sack. Und darum habe ich auch schon lange nicht mehr mich damit beschäftigt. Aber letztendlich ist es wieder, habe selbst ich das irgendwie in meinen Timeline gekriegt. Und habe gedacht, nein, jetzt fängt dieser Scheiß wieder von vorne an. Und dann in einem Ton, weißt du, unter aller Sau. Also das hat mich an einen gewissen türkischen Diktator erinnert. Wirklich so dieser Kommunikationsstil. Darum ist das jetzt mein letztes Video zum ganzen Thema und sage, Jungs, passt auf. Hier wird gelogen und am Schluss geht es nur um die Moneten. Ihr werdet ausgenutzt von Clemens und Bob
und von allen, die sich solche Bies einfallen, nichts bringen und am Schluss nur reines Marketing sind. Habt's gut. Ciao zusammen.